im Ersten. Peter, wir sehen Pascal Behrenbruch. Das ist der deutsche Juniorenmeister, das ist der dritte im Team. Die beiden anderen, Dennis Leikes und Stefan Drews, sind ja eine verschworene Gemeinschaft. Pascal Behrenbruch, 21 Jahre. Persönliche Bestleistung dieses Jahr, letztes Jahr Juniorenmeister, Jugendmeister. Also eine richtig gute Entwicklung genommen. Auch ein Beleg dafür, dass man sich um den Nachwuchs im Zehnkampfbereich wirklich keine Sorge machen muss. Er ist Zehnter in Götzis geworden, hat also gezeigt, auch als Fünfter in Ratingen, dass er schon zu denen gehört, die hier durchaus ein Wörtchen mitreden können. Ah, jetzt also. Guter Start hier von Pascal Behrenbruch. Da ist dann rechts Nadia El-Fassi. Pascal Behrenbruch ist immer noch vorne und sollte es gewinnen. Jawohl! 10,91 Sekunden. Neue persönliche Bestleistung. Das ist ein Einstand. Nach diesem nervenzehrenden Prozedere, nach den Fehlstarts, seinen eigenen, läuft er hier auf und davon und lässt die stärker eingeschätzten Sprinter hier hinter sich. Schauen Sie mal hier, guter Start. Dann kommt der Finne so ein bisschen auf, aber am Ende kämpft er sich durch, Pascal Behrenbruch, und 10,9 Sekunden sogar, persönliche Bestleistung für ihn. Lassi Raunio, der Finne, Saisonbestleistung mit 11,00 Sekunden, auch gleiche Zeit für Alexander Pogorelov, aber ein prima Einstand hier für Pascal Behrenbruch, muss man wirklich sagen. Also richtig klasse. Und das gibt natürlich einem Zehnkämpfer nicht nur die Gewissheit, dass er top in Form ist, sondern es bestätigt auch dann seine Vorbereitung, seine Trainings, seinen Trainingsrhythmus. Er weiß, er kann diese Geschwindigkeit auch gleich mitnehmen in den nächsten Wettbewerb. Der Weitsprung, der ja auch auf der Sprintfähigkeit, der Schnelligkeit, dem Speed beruht. Also, das wird ihn jetzt richtig gut tun und das wird ihn bestärken und ein bisschen durch den ersten Tagen esten. Und der Jüngste im deutschen Team, 21 ist erst, Pascal Behrenbruch. Persönliche Bestleistung bei 100 Meter, 7 Meter kann er springen. Und er schafft tatsächlich hier auch eine ganz passable Leistung, 6,92 Meter. Also relativ weit hinten ist er, aber er hat Kontakt zur Spitze immer noch, Pascal Behrenbruch. Und er ist ein Werfertyp. Viel Kraft steckt dahinter. Und schauen Sie mal, in seinem dritten Versuch stößt er über die 16-Meter-Marke. 16,11 Meter hatte er bisher stehen und er verbessert sich hier ja nochmal auf 16,15 der Mann aus Frankfurt, der in seiner Jugend ein sehr, sehr guter Speerwerfer war, deutscher Jugendmeister geworden ist. Das ist seine Stärke, die Wurfdisziplin. Behrenbruch also. In den letzten 5 Wettkämpfen hat er die 2 Meter immer gepackt. Hat hier einen Fehlversuch, brauchte 3 für die 1,97. Aber irgendwie ist er heute gut drauf, das hat man von Beginn an gemerkt. Da! Er schafft die 2 Meter. Er schafft die 2 Meter und das sind natürlich wichtige Punkte, um vorne mit drin zu bleiben. Von allen dreien hinterlässt er hier bislang wirklich den besten Eindruck. 10 Punkte, 1 Zentimeter, so einfach ist die Rechnung. Hat bis jetzt einen wirklich sehr, sehr guten Zehnkampf absolviert. Und er läuft auch die 400 Meter, das muss man jetzt schon mal festhalten, sehr couragiert an. Vor ihm läuft ja Jaakko Onanjemi und eine große Lücke da schon entstanden. Ciwocki, oh, der tut sich schwer, der ganze Wettkampf läuft bei Ciwocki, alles andere als rund. Und Pascal Behrenbruch, ich hoffe, dass er jetzt seinem jugendlichen Schwung nicht Tribut zollen muss. Er hat die 400 Meter natürlich brutal schnell angegangen und er muss natürlich jetzt vermutlich knautschen. Vorne Alexei Sizosjev, der junge Russe. Aber Behrenbruch macht das sehr, sehr gut. Ja, wo nimmt er denn nur die Kraft her? Das ist ein super Lauf von ihm. Mein lieber Scholli, ich ziehe den Hut, das ist klasse, Pascal Behrenbruch. Ich dachte, das steht ja nicht durch. Diesen Mut, den er hat, der war bewundernswert, aber dann hat er tatsächlich nochmal neue Kräfte geschöpft. Das ist ein Zehnkampf, wie er ihn noch nie in seinem Leben absolviert hat. 2 persönliche Bestleistungen und diese 48,
8:48 müssten ja auch fast persönliche Bestleistung gewesen sein. Toller Lauf von ihm. Schön, dass wir an diesem Abend das so rund dann auch nochmal sehen. Dass der Mann, der eigentlich nur der Ersatzmann war, dass Pascal Beerenbruch jetzt da in diese Mannschaft kam, weil André Niklas verletzt ist und jetzt plötzlich ist der Ersatzmann der Beste. Das passiert dann ab und zu mal. Hier in diesem Moment dachte ich, jetzt fällt er ins Kreuz. Nicht die Bohne. Er hat das Kreuz und läuft dagegen einige an, die bessere Zeiten im Vorfeld aufzuweisen hatten als er. Und das ist gut. Das war der zweite Durchgang. Und die ersten Fans, die sind schon da. Die Könige der Athleten am entscheidenden Tag. Newcomer Pascal Beerenbruch mit einem sensationellen Wettkampf. Und Stefan Drews. Der Mann des ersten Zehnkampftages aus deutscher Sicht, Pascal Beerenbruch vor der sechsten Disziplin. 110 Meter Hürden und der 21-Jährige aus Frankfurt machte da weiter, wo er gestern aufgehört hatte. Mit persönlichen Rekorden nämlich. Beerenbruch auf Bahn 4 mit der fünften Bestmarke in diesem Zehnkampf. 14,25 Sekunden und nur ein einziger war schneller über die Hürden. Sein Teamkollege Stefan Drews. 14,20 Sekunden für den Leverkusener. Das Mehrkampfwunder geht also weiter. Hinter Weltrekordler Roman Schäberle liegen Beerenbruch und Drews auf den Plätzen 2 und 5 nach 6 Disziplinen. Also positive Nachrichten von den deutschen Athleten. Die Kugelstoßerinnen sind durch und Pascal Beerenbruch, der hat sich sensationell verbessert, ist jetzt hinter Roman Schäberle Zweiter in der Gesamtwertung. Und auch Stefan Drews und Dennis Leikes haben sich nach vorne gearbeitet. Also toller Auftakt der deutschen Zehnkämpfer und das wird ein wunderschöner Tag. Nicht nur was das Wetter angeht, sondern wenn es so weitergeht. Hier das Ganze nochmal in der Rubrik. Schäberle ist vorne, dahinter ist es sehr eng, aber Pascal Beerenbruch hat sich jetzt erstmal auf Rang 2 vorgekämpft. Pascal Beerenbruch auf 45,82 Meter hat er in dieser Saison seine Bestweite bereits geschraubt. Und auch diesmal enttäuscht er nicht. 45,19 Meter. Damit hält er mit den Konkurrenten Schritt. Tolles Wechselspiel zwischen den beiden hier schon über die letzten 1,5 Tage. Kleine Spielerei von uns. Wie können wir mal den Vater und den Adoptivsohn vergleichen? Rechts Thomas Dvorak, links Pascal Beerenbruch. Die 4,60 Meter. Also es läuft gut. Ja, schön, Rainer, dass wir ihn sehen. Ja, das ist ein gelungener Versuch gewesen. Pascal Beerenbruch. Also es ist richtig klasse und man kann hier, glaube ich, sehen, dass selbst die nächste Höhe drin ist. Und das könnte er natürlich sehr gut gebrauchen. Der Sibocki steigert sich jetzt auch wieder weiter oder kämpft sich über die Höhen drüber. Es war auch nicht kein gut technischer Versuch. In der Zwischenzeit ist der Chisoyev ausgefallen dort mit einer geringen Höhe, sodass er wohl kaum noch in die Medaille mit reinsprechen kann. Es läuft immer besser für unsere Leute. Ja, wieder persönlich. Und Stefan Drews ist nach dem ersten Durchgang im Speerwerfen Achter. Also beide haben noch ordentlich Luft nach vorne. Ja, viel besser als vorhin. Richtig gute Steigerung wieder. 6 Meter ungefähr weiter als im ersten Versuch. Und das sah auch mehr nach Anlauf ab, mehr nach Wurf. Richtig durchgezogen. Der kam richtig schön ins Fliegen, dieser Speer. Ja, das war doch was. 63,67 für Pascal Beerenbruch im zweiten Versuch. Und schon. Im Zehnkampf zum Beispiel, der Tscheche Roman Schäberle lässt die Muckis spielen. Der eine post, der andere pustet. Pascal Beerenbruch nach dem Zehnkampf seines Lebens vor dem abschließenden 1500 Meter Lauf lag er auf Platz 5. Er hatte die winzige Chance auf Bronze.
Die Stimmung war super, die Luft war richtig rein, aber hat irgendwie nicht geklappt, meine Beine wollten nicht. Wir waren den ganzen Tag in so Katakomben, im Dunkeln und irgendwie hat da was gefehlt. Jetzt bin ich 20 Sekunden unter meiner Bestleistung gewesen, haben die Punkte natürlich dann ein bisschen verringert, aber 5. Platz hätte ich nie vorher erwartet, super. Stefan Drews wird 7. Deutschland hat wieder junge Zehnkampftypen mit Perspektive. Im 1.